seid gegrüßt hier im Fischerdorf auf Corinis irgendwo im Nirgendwo. Jep. Nachdem wir hier die Orks, glaube ich, fast alle erledigt haben, liegt hier plötzlich jemand rum. Und zwar eine Fischerin. Die ist wohl dem Kampf zum Opfer gefallen. Ja, Ausschuss ist immer. Und gucken wir mal, was haben wir hier haben. Oh, ein Beutel mit 50 Nägeln? Wieso denn 50 Nägel und noch ein Nagel? Und was haben wir hier? Ein Hammer? Bin ich jetzt Zimmerer oder wie? Oder gibt es hier noch eine Zimmererfunktion? Das weiß ich nicht. Ach du liebes Bisschen, da hinten ist noch einer. Die sind ja alle im Arsch. Sorry. Die sind alle kaputt. Noch ein Fischer. Ja, ja, wer sich zu viel wünscht, der wird am Ende mit dem Tode bestraft. Ach, da hinten ist noch ein Ork. Na, pass mal auf, Dandolo. Wir gehen mal hier rein. Gucken mal, was wir hier vorfinden. Im Augenblick nichts. Außer Sackkarotten, Honig, Fisch, Essenz der Heilung. Und wieder mal lecker Zwiebeln, Kartoffeln. Ach ja, ich verstehe auch nicht. Muss immer an Elex denken. Da findet man auch so ulkige Dinge, wie zum Beispiel Toilettenpapier. Tja, nur hier nicht. Aber Nägel habe ich gefunden. Was haben wir hier? Da war doch ein kleiner Lederbeutel hier im kaputten Fass. Ja, da ist ja ein Orki-Borki, den wir mal, glaube ich, mit dir hier mal erstmal so ein bisschen in Popo stechen. Ach, ein Anführer sogar. Fertig, Mora. Ja, wie denn? Ich geh erstmal an Dandolo vorbei. Okay. Ein Orkanführer, ja, das hatten wir schon, den Gag. Ja, was gibt es denn hier noch? So, wenn ich hier aufs Schiff springe, passiert dann da was? Kann ja sein, dass dann irgendwas passiert. Ich glaube nicht. Liegt hier was drinnen? Nein. Ich bin ja auf der Suche nach einer Raspel, die sich hier befinden sollte. Auch wieder einen netten Hinweis von... Nee, Scavenger nicht. Von unserem Odyssey-Mod-Team. Und danke an der Stelle. Oh, hier sind sie alle im Arsch, Mensch. War das vorher schon so? Frage ich mal in die Runde. Oh, Pech. Ja, die haben echt Pech gehabt, die Leute. Ein Fass mit Fisch wieder. Na, 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 da ist die Raspel. Jetzt habe ich mich hier verraspelt. Sorry, meine Stimme. Die klang eben so raspelig. Eine Raspel. Endlich habe ich die Raspel. Wie cool ist das denn? Die, was? Drei, ne, 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 ne. Ach, drei, dritte Nachricht an Theophil. Erstmal hier die arme Frau mal an die Wäsche gehen. So, dritte Nachricht an Theophil. Dann gucken wir mal, ob wir das Ding immer eben schnell finden. Und ich rede von schnell. Hier hätten wir die zweite Nachricht an Theophil. Hier die dritte Nachricht an Theophil. Lesen wir mal kurz an. Bruder Theophil, wir haben rund um das Fischerdorf alles abgesucht. Leider konnten wir keine Spur von dir entdecken. Der unbekannte Teil der Insel ist viel größer, als wir dachten. Möglicherweise hat Adanos selbst große Teile der Insel wieder zugänglich gemacht, nachdem die Gefahr im Teil der Erbauer gebannt wurde. Wir werden das Fischerdorf verlassen und auch in den anderen Gebieten nach dir suchen. Wir hoffen, dass du diese Nachricht erhältst. Kehre durch das Portal zurück und warte auf uns. Adanos sei mit dir, Nefarius. Okay, oh yeah, hab mal wieder springen gedrückt, um das Ganze zu schließen. Die zweite Nachricht, habe ich die denn schon gelesen? Moment, stopp. Ja, hier. Ja, die habe ich schon gelesen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen, jetzt wollte ich eigentlich was machen. Zwar noch weiter suchen oder hier nochmal reingehen, genau richtig. Kochschinken, legge, damit Käse, Kochschinken. Was mit Salz? Meine Fresse, was ich alles einsacken kann hier. Also genug Proviant hätten wir ja für die ganze Crew und überhaupt für die ganze Welt. Bett, 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 Bauernbrot, Ei, Birne und Chili. Mm, immer gut. Dandolo, pass mal auf. Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend.
So. Ich will nämlich wissen, ob du Warte jetzt auf mich. Gut. Im Fischerdorf, das jetzt wenigstens dabei ist. Küste, geh zurück. Nö. Schade. Immer noch nicht. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Nee. Schauen wir mal weiter. Ob eventuell noch ein paar Orks sind. Die Raspel habe ich ja. Was befindet sich denn hier so in den Ecken? Ach, gehen wir erstmal hier hin. Hier geht es nämlich noch weiter. Was? Mittlerer Lederbeutel. Ja, die muss ich alle auföffnen. Und hier hat wohl einer einen Zaun gebaut. Da komme ich aber nicht durch. Ja, sehr gut. Ah ja, okay, da geht es da hinten zu den Scavies. Was gibt es denn hier noch? Ist hier was versteckt? Nein. So, jetzt sind wir hier auf der Seite des Zaunes. Und hier geht es irgendwie weiter und hoch. Ich bin versucht, irgendwie jetzt auch diese Raspel abzugeben. Aber ich habe keine Lust, jetzt den ganzen Weg wieder alleine zu gehen. Da habe ich keinen Nerv drauf. Mal gucken erstmal, was uns hier alles so erwischt. Oder nicht erwischt. Jawohl. Gucken wir mal, was haben wir denn? Okay, Waldscavies auf dem Rückweg mal einsammeln. Was gibt's hier? Gibt's hier was? Da muss man alles erstmal erkunden. Ich kann ja nicht einfach hier so überspringen und schneiden. Weil ich dieses Gebiet ja auch noch nicht kenne. Ach, ein Pfeil. Wahrscheinlich von den Orks. So, links habe ich eben gesehen, ging es hoch. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das ist eine schöne Transparenz da gewesen. Wo es uns dann hier verschlägt. Da geht es zu diesem, naja, zu diesem abgerissenen Turm da oben hin. Ich will aber noch was gucken. Und sicher ist sicher. Okay. Leute hier, mein Herrn. Ja, genau, richtig. Brot, Kartoffelsuppe. Hier gibt es nochmal wieder viel Proviant. Ein Fisch. Fisch auf dem Herd. Ein Fischer. Stopp! Corinnes Teleport zum Fischerlauf. Sehr, sehr gut. Das sind eine, ja, ist eine Laborwasserflasche. Dann haben wir das auch. Denn das war auch eben gerade so unausgesprochen in meinem Kopf drin. Hier müsste es doch eigentlich ein Teleportteil geben für diese Hacke. Nein, für dieses Fischerdorf. Und ein Apfel. Sehr schön. Suppe. Denn ich war ja hier noch nicht. Hier gibt es, glaube ich, noch einen Sack. Nein, das ist nur ein leeres Körbchen. Denn es ging ja hier auch noch links weiter. Wir sind ja von hier oben runtergekommen. Und da ist ein Schiff. Also ein kleines Schiffchen. Ist natürlich jetzt die Frage. Gehe ich da drauf und dann schwupp ich weg oder wie oder was? Oder muss ich eine Quest erledigen? Ich denke mal, ich müsste da eine Quest erledigen. Ich probiere es mal aus. Speicher ab. Einfach nur so aus Neugier. Gucken wir mal. So, gehe ich mal drauf. Nein, du sollst mal drauf gehen. Okay, passiert nichts. Sandolo nimmt mal kurz ein Bad. Ich lese hier den Fisch auf. Ich lese den Fisch auf, meine ich. Man kann ja auch aufheben, auflesen. Mein Gott, überall nur Fisch. Ja, wieso nicht? Krebse. Hummer. Lecker.
Oh, da leuchtet das Lava durch. Oder es ist die Sonne. Oh, hier gibt es auch noch ein paar Fischsachen. Vielleicht kann ich das später verkaufen, ich weiß es nicht. So. Schluss mit dem Palaver, Kraschwarock aufheben und jetzt mal über die Holzbrücke hier gehen. Aber auf Umwegen. Gucken, vielleicht liegt hier noch was. Nee. Ach ja. Wo geht's hier hin? Ja, zu Gegnern, zu Blutfliegen. Bevor wir da aber reingehen, Dandolo, will ich doch mal erstmal gucken, wo wir hier rumkommen. Und zwar, Strandgebiet. Was machst du jetzt? Ach, das hat doch nur gejuckt, Dandolo. Das hättest du nicht machen müssen. Ja, obwohl es dunkel ist, aber der Mond so tief steht. Also guckt euch das an. Schöne Sache, das. Ja, weil es nämlich auch so dunkel ist, würde ich doch ganz gerne vorschlagen, dass ich dann Dandolo irgendwo hinschicke, nachdem ich mich umgezogen habe. Und zwar, Rico. Nein, nicht mit der Marinerüstung, bist du bekloppt. Bootsmannrüstung. Und zwar, warte auf mich. Gucken wir Warte noch auf mich. mal. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut. Ja, Pyramide von Korinnes, Orleans Taverne, Pass von Korinnes, Xadas Turm, Kloster, Flüchtlingslager, Küste von Korinnes, Balsam am Strand. Nee, ich mach's mal wieder Pyramide, würde ich sagen. Ne? Ja, oder? Ja, egal. Warte auf mich bei der alten Pyramide. Okidoki. Dann geht er jetzt mal los und ich werde mir mal ein Nickerchen verpassen. Und zwar in einer der Hütten. Damit ich hier ein bisschen was sehen kann. Das ist mir nämlich viel zu dunkel. Und mit Fackel, na, da werde ich halt eben geblendet so. Und der Zuschauer auch. So, und ab ins Bett. Bis Sonnenaufgang. Geschlafen. Und falls noch was Widerliches auf mich zukommen sollte, gleich mal die richtigen Klamotten anzogen. So, wird doch ein Schuh draus. Dandolo ist weg. Geh nochmal hier rüber. Geh erstmal hier Richtung Strand. Und schaue mal, ob wir hier noch Strandgut finden. Sieht nicht so nach aus, aber da hinten ist etwas Reptiloides. Gleich zwei von der Sorte. Das sehen aus wie Lurkertjes. Sind das spezielle Lurker oder sind das Giftlurker? Aua. Okay. Giftresistenz habe ich noch nicht. Ach ja, deswegen nochmal hier. Fläschle trinke oder auch zwei abspeichern. Ja, das Ganze sieht auch hier wieder mal interessant aus. Ein karger Weg. Gucken, was uns hier erwartet. Ich habe einen Dandolo fortgeschickt, also habe ich keine. Ach, da kommen wir wahrscheinlich zu dem Feuergolem oder was oder wie? Oh, war ja. Nee, der Feuergolem war ja in der Höhle. Hilfe? Was jetzt? Moment. Moment. Was ist denn das jetzt hier? Ist das ein Sumpf? Das ist ein Sumpf. Eieiei, ein Sümpfchen. Ein Giftlöckertjes. Ach, so. Na komm her. Einmal. Voll. Wollte ich dann Gift nicht spüren. Versuche ich dann mit ihm hier auch. Da gehen erstmal ein paar Pfeile drauf, auch von denen habe ich ja zig. Genau. Erledigt. Abgespeichert eben. Also das ist ja, das erinnert mich an diesen Sumpf. Oh.
dort ist ein Strumpfsumpf. Nicht gut. Will ja wieder zurück irgendwie. Oh! Ja, selber schuld. Jetzt habe ich es vermasselt. Oh, nee, ne? Jetzt habe ich es echt verpeilt. Okay. Aber auch hier interessant zu sehen, diese vielen neuen Pflanzen. Muss ich jetzt einmal gucken, komme ich hier wieder weiter? Sei nicht schwimmen rum. Weil ich wollte wissen, wo es zu he... Da oben war ja noch eine Höhle irgendwie. Vielleicht hätte ich ja diesen Weg gehen sollen. Ich schwimme mal eben rum und schalte mich wieder ein. Ja, so sieht's von außen aus. Also ich bin mal ein bisschen weit rausgeschwommen, weil da hinten so ein verdächtiger Stein war. Bin um den herumgeschwommen. Hätte ja sein können, dass da irgendwie was liegt. Ne? Wieder mal ein Erfahrungsbuch oder so. Derjenige weiß schon, was ich meine. Mit dem Erfahrungsbuch. Okay, ich schwimme weiter. So. Jetzt sind wir hier und hier gibt es ja viele Blutfliegen. Da ist irgendwie so ein Eingang. Oh, wie gehe ich denn mal ran an der Sache, an die Sache? Ich gehe mal hier erstmal mit der Blutfliege an die Sache ran. Odele. Und da kommen uns ein paar lustig hüpfende Mulrats wieder zum Vorschein. Das finde ich ja gut. Lange nicht mehr gesehen. Hallo Mulrat. Und hier sind noch welche. Wutzen! Wutzen! Die Wutzen müssen wir wegputzen. So, hier, das sieht so nach so einer Art Unterschlupf aus. So ein Felsenüberhang. Aber nichts Besonderes hier. Was? Hä? Was? Ein Beißer. Und ich sage auch noch nichts Besonderes hier. Und da schwebt einfach mal so ein Beißer von oben runter. Ich krieg den Kohl nicht fett. Sehr gut. Okay. Ich schätze mal, dass wenn wir hier durch die Geschichte durchgehen, dass wir dann, dass wir dann nach oben kommen. Also das kann ich nur behaupten, befürchten. Wohl, habe ich mich getäuscht in der Dämmerung, dass hier eine Höhle sei? Hä? Wohl eher nicht. Oder doch, oder wie, oder was. Hier ist ein Weg. Okay, der geht hier zu Ende. Dann habe ich mich getäuscht. Ja, echt. Boah, tut mir leid. Ärgert, zack. Oder es war noch weiter oben. Ich muss nochmal nachgucken. Vielleicht habe ich da doch irgendwie was. Nö. Ja, nee, das hat echt nur getäuscht. Hehe. Überlegen wir mal. Entweder hierhin weitermachen oder wir gehen oben hoch zum komischen, schrottigen Ding da oben hin. Was mich eigentlich mehr neugierig macht. Hier, von hier bin ich ja gekommen. Also, hier rüber wieder. Ach übrigens, ich war hier noch gar nicht im ersten Stock. Ein Spaten. Aha. Eine Hacke. Das scheinen auch irgendwelche Zimmerer hier zu sein. Also die hier gewesen und gelebt haben. Nägel und Hammer. Das wird noch interessant. Das wird echt noch interessant, habe ich das Gefühl. Ein Fass mit Birnen. Mhm. So, speichern wir mal ab. Und dann gucken wir mal, ob wir das wieder knacken müssen. Und wir müssen es. Okay. Ring der Geschwindigkeit. Hallöchen, gleich lesen den Ring der Geschwindigkeit. Römisch 4 war das, ne?
So, mal eben gefunden. Ring der Geschwindigkeit 1, 2, 6 war es. 4 war es wohl nicht. Okay. Dann gucken wir mal. Diesen Zettel habe ich im Fischerdorf von Corinnes gefunden und wir lesen mal kurz rein. Ich wollte eigentlich weiter ins Sumpfgebiet. Aha. Doch ich erfuhr jetzt, dass die Waldläufer fort sind. Wohin konnte ich nicht erfahren. Ich gehe jetzt ins Sumpfgebiet. Dort kenne ich ein Versteck, welches sich vortrefflich für meinen Ring eignet. Ach ja, in der Nähe des alten Piratenwracks gibt es nämlich, wenn man links davon um die Felsen schwimmt, eine kleine Höhle. Also doch. Dort werde ich erstmal bleiben. Vielleicht ist Erasmus noch in der Nähe. Berengar. So. Gucken wir doch mal nach, und zwar ins Logbuch Ring der Geschwindigkeit. In dieser Nachricht, die ich im Fischerdorf von Corins gefunden habe, erwähnt Berengar Sumpf gegen mehr aus erreichbar. Also, genau richtig. Das haben wir eben auch. Komisch, dass ich das immer vorher irgendwie. Nee, ich spiele zum ersten Mal. Kein Scheiß jetzt. Echt? Das ist wirklich so, weil irgendwo gibt es ja auch, ich sag jetzt mal, ach komm, lass uns mal hier runterjumpen. Intuitionen. Also ich gehe eigentlich grundsätzlich immer so erstmal den Weg, der am wenigsten betreten ist. Das heißt, ich gehe mal hier wieder rüber, schwimme sozusagen rüber und dann sehen wir uns da wieder. Wobei, wenn ich hier noch entlang gehe, gab es ja hier noch einen linken Weg. Und da ist mir dieser brütende Giftlurker in Weg gekommen, also im Off. Auf einmal war er dann da und es geht hier irgendwo hin. Das habe ich ja auch noch nicht untersucht. So, hier geht es nicht weiter und dann geht es hier rum oder hoch. Oh hell. So, und da gucken wir auch auf den Sumpf. Und da kommen wir da unten rum. Jap, alles klarico. So, schauen wir mal, ist hier noch irgendwas auf mich am Warten? Ah, nee, das ist der andere Weg. Gut. Ja, dann wollen wir mal uns durch den Sumpf kämpfen. Was ist hier? Den kann man noch mal. Moment, Moment, ist hier eine Höhle? Ah ja, hier ist eine Höhle. Ein Dunkelpilz. Irgendwas ist hier. Ja, ist klar. Aha, wieder ein brütender Lurker, der seine Brut verteidigen will. Ah. Oh, Glück gehabt. Brütender Giftlager. Ist da noch einer? Männchen, Weibchen? Tatsache. Ja, okay, dann gehen wir mal auf Nummer sicher und werden ihn mal. Oh, shit! Mann, war toll. Darum mehr mit dem Degen besser kriegen können. Okay, ein Lurker-Ei. Hier ist nix. Noch ein Lurker-Ei. Lurker-Eichen. Irgendwas hier noch versteckt. Butlerfleisch. Feldknöterich auch. Und was war hier noch? Da noch irgendwas aufgeblitzt. Nur ein Dunkelpilz. Ah, schade. Ich dachte, ich würde das jetzt hier finden. Den Ring der Geschwindigkeit. Aber der ist ja im Sumpf. Wir sind ja hier überm Sumpf, ne? So, alles klar. Vorsichtig gucken und vorsichtig mal wieder die Energie aufladen mit einem Fläschchen. Naja, gut Wein. Ja, genau, hier war noch was. Wo komme ich denn hier hin? Arg! Oh, ich dachte, ich mache einen Abflug hier. Wieder hier hoch. Ach, das geht gar nicht. Da werde ich nach rechts gebogen. Gut, okay. Speichern. So. Da ist der Sumpf wieder. Der sieht so eh. Ach ja, der sieht so ähnlich aus wie der Sumpf auf einer anderen Insel. Gebt mir mal einen Tipp. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe hier zu tun, den Giftlurker umzunieten, der hier überhaupt gar nichts einbüßt an Schaden. Das scheint wohl unterschiedlich getriggert zu sein. Herrgott Sacramentum. Jetzt habe ich geflucht. Okay, ich bin nicht gläubig, aber trotzdem sollte man es nicht tun. So, gibt es hier noch irgendwo einen Lurker? Hier unten sind nur welche. Und hier irgendwo, das ist wahrscheinlich unten. Wir nähern uns des Sumpfgrundes. Aha.
Ja, der sieht so ähnlich aus, der Sumpf, Leute. Speichern. Dann schauen wir mal weiter. Der kommt da nicht weit. Oh, der Distanz konnte ich nicht treffen. Herrlich. Der hängt da in so einer Kuhle fest. Tja, dein Pech. Dein Pech. Ah, die Kuhle, die hatte ich bei dem ersten Sumpf nicht gesehen. Aber ich bleib erstmal hier am Rand. Da ist noch ein giftiger Lurker. Na. Geh doch mal hoch hier. Müsstest du doch schaffen, da ist es. Da unten ist einer. Okay, da hinten, der ist weiter weg. Der ist noch in sicherer Distanz. Und... da ist auch noch einer. Da ist, sind mehrere. Oh, sorry. Abgerutscht. Das war ein bisschen schnell. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, da ist er. Ah. So viel Gestrüpp. Versperrt einem die Sicht. Da ist Wasser. Okay. Der Sumpf ist ein bisschen erweitert. Im Gegensatz zu dem ersten Sumpf auf der Insel. Piep. Ich habe keine Ahnung. Wo das war. Ist auch ein bisschen länger her. Ist ein bisschen mehr Wasser drin. Also nicht mit mehr Wasser gefüllt, sondern... Oh, ich werde erstmal hier so den Rand... Was? Nicht schon wieder. Wieso sehe ich die Teil auch hier? Das Ding klippt auch noch. Jetzt möchte ich mal wissen, was mich da eben von hinten befallen hat. Wenn es nicht wieder so ein blöder Waldgolem war. Wurde ja da hinten in der Ecke da weggeballert. Ah, gehe ich erstmal hier hin und gucke mal, was wir hier so haben. Giftlurker, nur Giftlurker. Also der Sumpf ist natürlich ein bisschen hakeliger, also beziehungsweise ein bisschen... Ah, jetzt rutsche ich da runter. Nee, das ist mir ein bisschen zu extrem. Na, treff nix. Wo soll denn die Hütte sein? Los, komm! Treff nix. Ist ja super, dass ich nichts treffe. Doch, jetzt habe ich mal einen Glücksschuss gehabt. Der goldene Schuss mit Luft vom Boot. So, ich kann nicht von hier oben melzen. Sehr gut. So, klippt das hier auch? Oder Anti-Clipping? Ich weiß es nicht. So, da hinten ist auch einer. Der hat mich schon... Und da hinten schwimmen sie auch noch rum. Ich verstehe es nicht. Was ein Giftzeug hier. Menno, Menno, Menno. Was sind denn das für viele, viele... Hier ist wieder was. Fest verschnürter Beutel. Ein fest verschnürten Beutel. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, dann kletter ich mal wieder hoch und gucke mir was in... Oh, nee. Wieder so ein Heinz da. Ah, das... Oh, Mann! Und du hättest mir jetzt gerade eben alles versaut. Ein fest verschnürten Beutel. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ja, da ist er. Der Name Garvel ist auf dem Beutel eingestickt. Kann ich ihn öffnen? Kann ich nicht. Also gehört dieser Beutel dem Garvel. Sollte mir das jetzt was sagen? Im Augenblick kann ich das noch nicht einordnen. Oder mein Gehirn hat es vergessen. Ich weiß es nicht. Ja, gucken wir mal. Mit dem Bogen, wo war der? Da ist er! Da ist der Waldgolem. Ja, den will ich jetzt noch nicht natzen. Nein, 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 nein. Noch nicht. Ich will erstmal wissen, ob wir irgendwie schon mal auf andere Art und Weise in die
Bitte komm. Giftlager. Ja, das ist dieser Scheiß. Dieser Scheißbereich, wo ich hängen geblieben bin. Und da ist auch rechts der Waldgolem. Ja, da hat sich jemand mal aufgeregt. Das ist doof. Hier komme ich nicht über. Die Büsche. Das muss aber auch mal sein. Dass man nicht sofort überall alles durchfetzen kann. Die Bäume kann man ja auch nicht irgendwie durchdringen. So, habe ich noch genug Abstand? Okay, hier ist nichts. Da ist der Waldgolem speichern. Ja, und wie es beim nächsten Mal weitergeht, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen, weil ich muss das noch ein bisschen nachbearbeiten. Das hat ein bisschen eventuell länger gedauert, ich weiß es nicht. Das sehe ich immer erst im Schnitt. Bitte seht es mir nach, schreibt Kommentare und gebt mir einen Daumen. Ja, ich sage Tschüss, euer David.